Hello Friends! Herzlich willkommen zu einer neuen Woche bei How to Slay Omas Kleiderschrank. Und dieses Mal gibt's wieder einen Thrifty Quickie. Yay! Wo ich probiere, alte Klamotten innerhalb von einer Stunde umzuändern, damit ich sie wieder tragen kann. Ja! Oder auch besser bekannt als die Art von Videos, die ich immer drehe, wenn ich super viel Stress in der Arbeit habe und ein voll langes Video drehen kann. Party hard. Dieser schicke Zweiteiler, das ist so eine Hose und dieser Cardigan. Ups, Hose. Das haben wir meine Mom geschenkt tatsächlich. Der Stoff ist super schön. Richtig weich und lieber diese Original. Kameraführung, geil. Ich lieber diese Muschelknöpfe. Meine Fashion-Blogger. Fachausdrücke, können wir wieder durch? Jedenfalls werde ich das jetzt zu einem super sommerlichen Jumpsuit umändern. Zwischen den zweiteiligen Sachen findet man sau oft auf Flohmärkten oder so. Und wenn ihr dann sowas umändern wollt, ist es wichtig, also entweder, dass du vorne Knöpfe sind, damit ihr es weitermachen könnt, den Ausschnitt, damit ihr dann quasi einen ganzen Körper da durchzwingen könnt, quasi. Oder, dass ihr eventuell den Ausschnitt so groß macht, dass euer ganzer Körper durchpasst, inklusive Hintern und so. Auch die Hose muss so weit sein, dass ihr ohne irgendeinen Reißverschluss oder sowas euren Hintern drüber kriegt quasi. Immer natürlich geht es mit Reißverschluss, aber dann wird es wieder kompliziert, ja. Und wir wollen es jetzt simpel haben, ist ja thrifty, quickie, das geht. Es muss schnell gehen, innerhalb von einer Stunde. Normalerweise mache ich übrigens Näh- und Upcycling-Tutorials in länger. Also, folgt mir. Beziehungsweise abonniert mich, lasst mir ein Gefällt mir da oder folgt mir auf Instagram, da heiße ich Glasinova. Genau, jetzt wollte ich das nochmal schnell anziehen, damit ihr das Full Experience habt. Aber das ist unglaublich schwer, wenn man keinen Kameramann hat. The struggle is real, my dears. Okay, also hier, ich habe es jetzt extra mal zugemacht, ja, weil ich will ja checken, ob das über meinen Hintern drüber. Oh, fuck. Ey, ich mache hier River Dance. Okay, ja, es geht. Woohoo! Es ist über meinen Hintern. Geil. Stylisch. Und was ich da jetzt auch noch gleich checken will, weil ich werde dieses Ganze da oben wegmachen und das werde ja dann verbunden, ob das dann immer lang genug ist. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, wenn es hier in der Hüfte wäre und ist da weg, dann ist es eigentlich immer noch lang genug. Das ist auch gecheckt. Wenn man das jetzt so reinstopft, da zeige ich gleich mal, was das dann für Experience wird. Gut, also wenn es dann so drin ist, wow, aber so hatte ich mir das irgendwie vorgestellt, dass ich die einfach connecte. Da kommt dann ein Gummi rein und ich möchte den Ausschnitt, weil den finde ich ein bisschen. Ich möchte ein bisschen größer machen, also beim zweiten Dings ansetzen größer und der ganze Teil, der sich jetzt hier befindet, dieser ganze Stumpfhaufen, den mache ich zu Rüschen und den möchte ich da ein bisschen, damit das Ganze ein bisschen was Weibliches hat. Weil ich bin eine Tussi und ich brauche das. Ist mehr Rüschen in meinem Leben. Nochmal schnell ein Vorherbild. Geil. Cool. Also, dann starten wir mal die Uhr, würde ich sagen. So, ich fange jetzt damit an, dass ich einfach mal ringsrum den Bund abtrenne, kurz über den Reißverschluss. Jeha! Und wenn ihr das gemacht habt und auch Hosentaschen habt, dann pinst die nochmal fest, weil sonst kann es sein, dass ihr die vergesst, wieder einzunähen, weil die sind jetzt nicht mehr fixiert. Danach schneide ich den Cardigan so weit ab, dass er quasi über meine Taille drüber hängen würde. Und dann kann ich quasi das gekürzte Oberteil mit der Hose verbinden. Also drehe ich das Oberteil auf links und stecke quasi die Hose rein, sodass ich das Ganze rechts auf rechts zusammenstecken kann. Weil der Umfang doch nicht gleich war, habe ich da hinten nur eine kleine Falte gelegt bei dem Überschussstoff, aber das ist wurscht, weil das Ganze rafft sich dann am Ende eh. Und dann nähe ich das einfach mal zusammen. Wichtig ist, dass ihr da ganz viel Nahtzugabe lasst, weil aus dieser ganzen Nahtzugabe soll dann später ein Tunnel werden für den Gummi. Wenn ihr jetzt den Tunnel macht, schaut nochmal drauf, dass der Zipfer vom Reißverschluss wirklich aus dem Wege ist. Sonst haut euch die Nadel raus, ich sag's euch. Ihr könnt jetzt entweder die Nahtzugabe zweimal einklappen und dann festnähen oder ihr versäubert die Nahtzugabe mit der Overlock und näht es danach fest, ohne sie halt dann einschlagen zu müssen. Egal welche Methode, wichtig ist, dass der Tunnel weit genug ist für den Gummi und dass ihr eine Öffnung lasst, um den Gummi einzufädeln. Mit Hilfe von zwei Sicherheitsnadeln. Eine bleibt draußen, damit der Gummi euch nicht nachrutscht und mit der anderen fädelt ihr den Gummi durch.
Danach die zwei Enden einfach zusammennähen und dann auch die Öffnung schließen. Das alles ging jetzt relativ zackig, weil ich das ja schon tausendmal gemacht habe. Kommen wir nun zum Ausschnitt. Ich werde die Form vom Ausschnitt gleich behalten, aber ich werde es einfach einen Knopf runter versetzen. Also schneide ich das mal weg. Ich mache das mit Augenmaß. Ihr könnt es natürlich auch ausmessen. Von dem Reststoff, was ich jetzt vom Cardigan überhaupt, mache ich jetzt so kleine Vierecke, die ich zweimal zusammenfalte und dann so eine Kurve reinschneide. Und bei der gefalteten Ecke mache ich da auch noch so eine kleine Kurve rein. Und so kriege ich einen Donut. Wenn ich jetzt den Donut aufschneide, habe ich dann Rüschen. So einfach geht es. Ich mache das dreimal, weil ich mir dachte, drei wären ausreichend. Aber macht's lieber vier, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Die tue ich jetzt aber nicht wie normal rechts auf rechts zusammennähen, sondern sie macht eine französische Naht. Will heißen, ich tue sie zuerst links auf links zusammennähen. Dann schneide ich die Nahtzugabe so weit wie es geht zurück und nähe es dann nochmal rechts auf rechts zusammen. Dadurch entsteht ein Tunnel, wo die rohe Kante quasi eingeschlossen ist. Danach versäubere ich die ganze längere Kante der Rüsche. Ich tue die Kante einmal nach innen einschlagen, nähe komplett drüber und tue es dann auch nochmal nach innen einschlagen, also das zweite Mal, und dann nochmal drüber nähen. Kurven versäubern ist urschwierig und diese Methode funktioniert für mich am leichtesten. So kriege ich es am saubersten hin und ja, dafür ist es okay, dass ich quasi extra Time brauche dafür. Das Ganze wird dann nochmal gebügelt und ich kann die Rüsche am Ausschnitt anbringen. Ja! Die Rüsche pinne ich jetzt am Ausschnitt entlang und da ist es wichtig, die rechte Seite der Rüsche kommt auf die linke Seite vom Oberteil. Und das nähe ich jetzt mit einem Geradstich fest. Der hat mir noch gefallen, wenn ihr das nachmacht, der hat da diese Nahtzugabe auch nochmal versäubern, entweder mit einem Zickzackstich oder mit der Overlock. Das habe ich irgendwie vergessen zu machen und jetzt habe ich da eine rohe Kante. Also der hat diese Nahtzugabe auch noch versäubern, nachdem ihr es festgenäht habt. Voll lauter Stress. Danach näht sie eure hoffentlich jetzt versäuberte Nahtzugabe von oben auf die Innenseite des Oberteils an. Ganz knapp kantig zu der Naht, die ihr gerade genäht habt. Und dadurch fliegt die Rüsche dann immer nach innen und ihr seid fertig. Hier haben wir also nochmal das Vorherbild und nachher. Ich habe den jetzt hier mit dem Gürtel kombiniert. Ihr braucht natürlich keinen Gürtel, durch das da der Elastik drin ist. Könnt ihr den auch ohne Gürtel tragen. Oh mein Gott, ich bin so happy mit dem Teil. Es ist so luftig und weit und fluffy und ich kann es überall tragen und ich kann mich bewegen und ich lieb's. Also es war definitiv ein geiler Thrifty Quickie. Ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Und wenn ihr sowas ähnliches zu Hause habt, dann ja, traut euch daraus, einen coolen Summer-Jumpsuit zu machen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hoffentlich. Ganz liebe Grüße an euch alle und ich hoffe, ihr genießt das schöne Wetter. Ciao, ciao, ciao.